Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, ich darf euch ganz recht herzlich begrüßen zu unserem Kochen für Kinder, diesmal in einer anderen Version. Aufgrund der Corona-Krise und halt deren Schutzmaßnahmen können wir dieses Jahr nicht wie gewohnt das Kochen für Kinder in den Ferienspielen stattfinden lassen. Wir haben uns dieses Jahr mal überlegt, das Ganze per Videosequenz aufzunehmen und das Ganze ins Netz reinzustellen, sodass ihr das in Ruhe zu Hause mit euren Eltern nachkochen könnt. Als Gast diesmal mit dabei unser Landratskandidaten Jens Gnieser. Hallo. Und meine Tochter Melissa Püßer als Unterstützung. Statt wenigstens ein Kind mit dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und macht es trotzdem mit euren Eltern zusammen, kocht das gerne zusammen und lasst es euch schmecken. So, Markus, ich freue mich, dabei sein zu können. Kochen für Kinder. Meine Kinder erzählen heute noch von meinen Kochkünsten. Ich bin sehr gespannt, was heute passiert. Du hast ein tolles Rezept mitgebracht. Ja, und zwar machen wir jetzt die Schüttelpizza. Ich lese mal ganz kurz die Zutaten vor. Wir brauchen 200 Gramm Mehl. Das wiegen wir gleich ab. 3 Eier, 200 Milliliter Sahne, 200 Gramm gekochte Schinken. Die müssen wir gleich einmal würfeln. 200 Gramm Salami, das würfeln wir auch gleich. Eine Dose Pilze, ja, Dose haben wir jetzt nicht, aber ein Glas, denke mal, ist das Gleiche, ne? Ja. Es kommt auf die Pilze an. Ja, ja, genau. Ja, genau. Eine Dose Mais, 200 Gramm Käse gerieben und eine Zwiebel, Salz, Pfeffer und halt Pizzagewürz. Ich denke mal, jetzt fangen wir mal an und fangen das mit den Würfeln einmal an. Ja, was soll ich jetzt erst würfeln? Ja, was machen wir denn? Nehmen wir mal die. Ja, was hast du denn da? Salami, ja gut. 200 Gramm brauchen wir dafür, ne? Okay. Machen wir einmal auf. Und hol mir am besten erstmal ein Messer. Ja, so lassen wir die Kinder. Wie viel ist denn? Guck mal, in der Packung sind genau 200 Gramm drin, richtig? Ja. Ja, sehr gut, das sieht doch gut aus. Genau. Okay, gib mir am besten mal ein Messer. Ja, ich hole dir mal ein Messer. Ich gehe gar nicht an. So, schön auf deine Finger aufpassen, ne? Weiß ich. So, pass so, auf. Jetzt machst du jede Scheibe einzeln, ne? Ja, wir können, glaube ich, gleich mal mehr auf einmal schneiden. Ich lese schon mal kurz weiter vor. Sie werden alle groß gut geschließen, also in einer groß gut schließenden Schüssel alle Zutaten hineingeben und kräftig mit dem angegebenen Gewürz und nach Bedarf würzen. Also packen wir alles hier rein und machen dann das Gewürz da rein, okay? Ja. Ich hole mir auch noch mal ein Brettchen, da kann ich dir noch ein bisschen helfen, genau. Musst du denn zu Hause auch gelegentlich kochen, Markus? Also ich koche gerne, aber... Nur zu besonderen Anlässen? Ja, nur zu besonderen Anlässen. Hochzeitstag meistens, und sowas, ne? Ja, meistens bin ich eher derjenige, der am Grill steht, ne? Ach so. Also das ist dann eher so mein Ding, ne? Sag ich jetzt mal. Grillen wir öfters an. Wenn wir zum Beispiel eine Fete feiern oder so, dann grillen wir öfters. Genau, da muss Papa immer grillen, ne? Hallo? Aber kochen sage ich mal eher selten. Das macht meine Frau dann auch. Ja. Weil meistens die Kinder, wenn die mittags schon nach Hause kommen, wollen ja schon was zu essen auf dem Tisch haben. Wollen dann mittags auf die Schule rauskommen. Und dann, wenn ich von der Arbeit komme, dann macht das keinen Sinn, dass ich dann erst mal anfange zu kochen. Es gibt ja schöne Literatur, viele Bücher, wo schöne Rezepte für Kinder auch drin sind. Ne? Ja. Das ist ein tolles Rezept. Ich habe mir das angeschaut. Mhm. Auch ja, man achtet ja heute auch viel auf Gesundheit. Ne? Genau, auf jeden Fall ist es auch wichtig bei diesen Rezepten halt, dass es auch einfach ist, einfach zu machen ist für die Kinder. Das ist das Wichtigste. Wie gesagt, das ist jetzt auch kein großer Aufwand. Ich glaube, das kriegen wir beide auch hin, sage ich jetzt mal gleich. Nein, alles gut. Aber es ist immer ja ziemlich einfach. Das muss ja auch einfach für die Kinder sein, damit sie auch Spaß daran haben, das nachzukochen. So kriegt man die Kinder, sage ich mal, auch daran, sich selber auch mit dem Thema Nahrungsmittel und Essen halt auch zu beschäftigen. Ne? Ja, nicht nur ist ja sehr wichtig, weil viele Landwirte, viele Metzger klagen ja darüber, dass Nahrungsmittel in unserer Gesellschaft nicht so wertgeschätzt werden, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Oder die wünschen sich, dass wir einfach mehr auf Nahrungsmittel Acht geben, vielleicht auch ein bisschen mehr bereit sind, Geld zu investieren in Nahrungsmittel. Und dann ist es natürlich gut, wenn man mit den Kindern schon anfängt. Ne? Genau, ist auch wichtig, woher das alles wegkommt auch. Ne? Nicht, dass alles selbstverständlich im Supermarkt wächst, sage ich immer, oder einfach so, da liegt dann, dass da vor passiert, was dahinter steckt. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ne? Ich hole mir mal noch ein Messer, dann helfe ich immer mit beim Schneiden. Jetzt muss Papa sich voll konzentrieren. Ne? Ja, genau. Es geht hier um das Würfeln und Schneiden der Zutaten. Aber du machst das gerne, ne? Ja. Das machst du zu Hause auch mal ganz gerne.
Ist auch diejenige, die sich mal einen Apfel alleine schält. Oder was auch ist mal denn dein Lieblingsrezept? Schüttelpizza, oder? Ja. Das magst du gerne. Also Schüttelpizza machen wir heute zum ersten Mal, ne? Ja. Ach so. Die haben wir noch gar nicht, ausprobiert. Wir haben jetzt einfach nur das Rezept mal rausgesucht. Ich dachte, wir kochen heute dein Lieblingsrezept. Ja. Mein Lieblingsrezept ist eigentlich Salat. Ja. Kochen, Salat vorbereiten und sowas. Ja. Ich esse gerne Salat, ne? Und Gemüse vor allen Dingen, ne? Ach so, ja, das. Obst. Ja. Schneide ich mir auch öfter Salat. Ja, und dein Lieblingsobst ist? Kirschen wachsen gerade, ne? Aber fast alles esse ich. Dann bist du ganz pflegeleicht. Du isst alles, ne? Es gibt ja viele Kinder, die dürfen nicht alles essen, weil sie Allergien haben. Ja. Ich hoffe, wir haben das so alles schön richtig geschnitten. Die Himbeeren nicht frischen. Manchmal kriege ich davon auch Ausschlag. Mhm. Ja, wichtig ist, dass Himbeeren sogar im Garten. Wichtig ist, dass du weißt, woher das kommt, ne? Ja. Dann wissen ja viele gar nicht, woher das kommt, wenn man krank wird. Wir haben sogar eigene Himbeeren. Wir haben sogar oben im Wald bei uns haben wir sogar wilde Himbeeren. Himbeeren, ja. Mhm. Ja, ist eine tolle Sache, genau. Ja. Was brauchen wir denn jetzt noch? Das habe ich hier noch. Schnippel mal die Zwiebeln. Soll ich die Zwiebeln schon mal schnippeln? Das ist das Schlimmste eigentlich, ne? Oder? Ja. Und warum? Am besten gar nicht. Weißt du denn warum? Weil das spritzt. Ja, und das brennt dann im Auge, ne? Ja. Und Erwachsene können das besser als Kinder. Ja? Zwiebeln schneiden. So, jetzt muss sich der Markus komplett konzentrieren. Ja, sonst fange ich an zu weinen hier, ne? Ja. Aber jetzt fange ich gleich noch an zu weinen. Ich hoffe, ich mache hier auch alles richtig. Also so wie ich es Was meinst du? Ja, das machst du sehr gut. Sehr gewissenhaft alles da. Das war jetzt auch in Würfel schneiden, ne? Genau. Ich schneide auch in Würfel. Was ist denn dein Lieblingsessen, Markus? Wie bei meinen Kindern esse ich eigentlich alles sehr gerne. Momentan auch, wie gesagt, Salat esse ich ganz gerne. Auch mal verarbeitet, regelmäßig immer einen Salat mit. Ah ja. Ja, doch. Obst nehmt ihr auch mal mit? Ja, dieses klassische Kantinenessen, das macht man ja auch nicht mehr so. Ne? Ja, es gibt bei uns die Kantine, die läuft auch noch ganz gut, aber die haben natürlich, die Kantinen haben natürlich auch umgestellt und geändert. Gibt es ja auch immer vegetarische Gerichte, ja, genau, leichte das Gerichte. Auch alles, genau. Ja, das gibt's auch. Aber ich habe meinen eigenen Salat mit da und sicher am liebsten. Aber ansonsten, was ich denn. Kann man den denn im Schlangen gut anbauen, Salat? Hier gibt's, ist ja Sandboden, ne? Ja, aber. Ja, ich glaube, Salat wächst hier, glaube ich, auch ganz gut. Mhm. Also ich habe jetzt keinen eigenen Salat im Garten, aber wir kaufen den schon, sage ich jetzt mal, hier auf dem Markt oder halt in den Märkten halt hier. Aber selbst angebaut haben wir auch mal, Zucchinis haben wir mal angebaut letztes Jahr, aber das haben wir dieses Jahr nicht gemacht. Ne? Dieses Jahr haben wir uns um Blumen, Blühwiesen und sowas beschäftigt und weniger, sage ich jetzt mal, haben wir angepflanzt und weniger jetzt Gemüse. So, ne? Hier zum Beispiel Gurken und so. Also Lebensmittel spielen eine große Rolle. Ja, also das Kinderkochen kommt. Habt ihr doch in der Schule schon was dann dazu gelernt, zu Lebensmitteln zu essen oder noch nicht so viel? Das kommt dann erst später, ne? Ja. In welche Klasse gehst du denn? Ja, du hast doch in der ersten, aber in den Sommerferien gehe ich in die zweite. Ah, erste Klasse noch. Mhm. Genau, ich habe jetzt gerade hier Die Pilze öffnen, abgeschüttet. Ne? Nee, geöffnet sind so schon. Ich muss ja ein bisschen das Wasser runterschütten. Da war ich jetzt gerade eben, bevor ich das ganze Wasser hier mit reinkippe. Ja. Genau. Habe ich gesagt, schütten wir einmal das Wasser runter. Weißt du auch, was das für Pilze sind? Das sind doch Champignons, ne? Mhm. Genau. Mhm. Gibt ja verschiedene Pilzsorten, ne? Sammelt ihr auch schon mal Pilze in der Wildnis? Nee. Ja, da darfst du aber nicht essen, ne? Nee, Fliegenpilze, die haben wir schon mal gesehen. Die haben wir letztes Jahr, sind wir mit dem Fahrrad durch die Sende gefahren. Da haben wir die gesehen, ne? Da haben wir richtig viele Fliegenpilze und auch andere Pilze dort gesehen. Das war schon sehr interessant, was wir da so gesehen haben, ne? Und für Tiere ist das auch giftig, also für alle. Also die Tiere essen das, glaube ich, gar nicht. Die würden, glaube ich, da gar nicht dran gehen, ne? Nein, das kann man nicht genau sagen.
Das ist okay. So, wir haben jetzt schon einiges in den Topf getan, geschnitten. Was fehlt uns jetzt noch? Ja, wir gehen einmal durch. Also, wir haben 200 Gramm Mehl, das müssen wir gleich mal einmal abwiegen. Ja. Dann haben wir 3 Eier, die müssen wir gleich noch da reinbringen. 200 Milliliter Sahne fehlt. Wir haben es geschnitten, 200 Gramm gekochte Schinken. Gekochten Schinken haben wir geschnitten, gewürfelt. 200 Gramm Salami, genau. Warte mal, eine Dose Pilze haben wir auch drin. Eine Dose Mais. 200 Gramm, wie viel ist denn da drin? Weißt du das? Auch 200 Gramm, passend, genau, also 100%. Das machen so, hier wir, haben wir eine Waage, raus, genau. Ne? Die habe ich hier schon mal rübergestellt. Genau, du schnapp was auf, nee, so machen wir das nicht. Ja, ja, das kriegen wir so auf, glaube ich hier. Ich hätte gerade einen Schnitt gemacht, aber... Ja, zack mal einmal her, Papa, mach das auch mal einmal so, ganz vorsichtig. Vorsichtig, ja. Papi. Guck mal, so. Das darfst du die aufmachen. Und ich fange mal an, hier mal einmal abzuwiegen. Ne? Ja, ja, das müssen wir brauchen wir noch ein Gefäß. Genau. Hier kannst du komplett da reinkippen. Ich suche mal gerade noch mal eine Schüssel, damit wir das hier... So, Schüttelpizza. Ich erahne schon, warum das Schüttelpizza heißt. Die Kinder vielleicht auch. Ne, weißt du es auch, Melissa, warum das Schüttelpizza heißt? Ja, genau, ne? Also wir nähern uns jetzt dann doch dem Schütteln. Soll ich schon mal die Eier reinschlagen? Schaffst du das oder Papa das machen? Nein, ich schaff das. Ehrlich? Da bin ich mal gespannt. Papa versucht jetzt mal hier das Mehl. Einmal die Ware auf Tara gestellt. Einmal wieder genullt, nachdem ich den Topf hier drauf gestellt habe. Ne? Und jetzt müssen wir 200 Gramm. Also wie viele Eier? 3. Okay, das erste ist schon mal drin. Das hast du schon gut gemacht. Ohne Schale? Ja. Wow. Ich schaff das, weil letztes Mal habe ich auch die alleine reingeschlagen. Das ist gut. So, das klappt auch gut, ne? Geht so, ne? Ja, wichtig ist auch mal, wenn man sowas hier kocht, ne, dass man auch mehrere Kinder mit beschäftigen kann. Jeder kann so ein bisschen was machen, jeder hat so seine Aufgabe. Genau, das ist ja ein Rezept, da können mehrere Kinder gleichzeitig schnüffeln, wenn man jetzt Freunde oder Geschwister einlädt. Genau, genau, so ein bisschen. Ich wasche mir erstmal die Hände. Du gehst jetzt einmal die Hände waschen. Genau, aber hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. So, dann bringe ich jetzt mal das Mehl hier rein und mal gucken. Da muss alles da rein, stand da drauf, ne? Ja. So, das haben wir auch. So, jetzt haben wir 200 Gramm Mehl, 3 Eier. Die Sahne fehlt noch. Wolltest du gleich die Sahne reinmachen, Melissa? Ja. Auch 200 Gramm, ich brauche hier gar nicht viel ab, nur unser Mehl. Das andere passt ja alles abgestimmt auf das diese handelsüblichen Mengen, die es halt gibt. Das ist vermutlich kein Zufall. So, macht es dir noch Spaß? Ja, ne, es geht ja auch relativ schnell. Ich hole mal gerade eine Schere. Gut, die Schere ist hier. Was, na, Papa auch schneiden. Papa schneidet mal auf. Dann kannst du das da reinkippen gleich. Ne? Und dann wird es gleich interessant. Ja, haben wir gerade schon mit Jens besprochen. Okay. Dass das alles soweit passt. Bis auf unser Mehl mussten wir nichts abwiegen. Genau. Gib das schön rein. So, die Sahne wird natürlich nicht vorher geschlagen. Nee, das müssen wir gleich machen, dass alles klappt hier. Sehr gut, super. So, das kriegen wir jetzt erstmal in den Müll. Genau. Müll. Das haben wir alles soweit drin. Jetzt kommen wir jetzt gleich, gehen wir einmal durch. Also wie hast du, 200 Gramm Mehl sind drin, die 3 Eier haben wir drin. Ja. Die 200 mit der Sahne haben wir gerade reingemacht. Also wir gehen es nochmal durch, genau. Ne? Bevor wir es in den Ofen schieben. Genau, 200 Gramm gekochten Schinken, 200 Gramm Salami, eine Dose Pilze, eine Dose Mais, 200 Gramm Käse, eine Zwiebel haben wir drin, Salz, Pfeffer und Pizzagewürz brauchen wir jetzt noch. Ist auch schon drin. Nee, machen wir eine Prise, glaube ich, dran. Hol mal so einen kleinen Löffel, dann können wir gleich mal so eine Prise Salz da mal reinmachen. Das ist jetzt das Pizzagewürz? Das ist jetzt das Pizzagewürz, genau. Da gibt es wahrscheinlich auch mehrere Sorten drin davon. Also das bringt die Würze dann dabei, ne? Genau. Das soll ja ein bisschen auch nach Schüttelpizza dann schmecken, ne? Also Pizzagewürz ist überall im Laden erhältlich. Ich mache schon mal das Gewürz hier rein, oder? Ja. Dann kannst du, ich weiß es gar nicht wie viel, ist natürlich sehr markant. Kann man dran riechen. Extrem. Ja, riecht. Ich habe jetzt so ein bisschen reingefüllt. Ich denke mal so 1 bis 2 Teelöffel. Ich glaube, das reicht auch mit dem Salz. Soll ja auch würzig sein dann. 1 Teelöffel reicht, denke ich mal. Ne? Reicht das so, Papa? Ja, einer reicht. Mach mal da rein. Genau, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Pfeffer. Wolltest du auch machen? Jawohl, darfst du auch gerne machen. Eine automatische Pfeffermühle. Ja, so ein...
Nee, den Deckel muss man aufmachen, genau. Ja. Das ist so eine elektrische, genau, den musst du oben auf den Knopf drücken, guck mal. Nicht automatisch, elektrisch. Elektrisch, genau. Stopp, das reicht. So, Deckel wieder drauf, genau. So, jetzt ist der Teig auch fertig gewürzt, ne? Genau, ja. Prise Salz, Prise Pizzagewürz und eine Prise Pfeffer. So, jetzt machen wir den Deckel drauf. Hättest du dir das so schnell vorgestellt, dass das so schnell geht? Ja. Ja? Das könntest du auch schon fast alleine machen, oder? Ja. So ein paar Sachen muss Papa nur mit helfen und der Mama, Zwiebeln, ne? Genau. Und mit den Schütteln auswählen. Genau, da müssen die Kinder, wie gesagt, noch ein bisschen Unterstützung haben. Gerade bei den Schneiden bitte einmal aufpassen und mit den Kindern zusammen vielleicht einmal vorher durchgehen, wie das mit dem Schneiden funktioniert, dass sie halt auch mit ihren Fingern halt dann aufpassen, dass da nichts passiert, ne? Und jetzt Luft rauslassen. Genau, Luft rauslassen, ne? So, und jetzt bin ich mit dem Schütteln dann, Hauptsache es hält jetzt so, auch. So, jetzt, ne, kommt der große, ja, Moment, ja, ne? Jetzt müssen wir mal einmal in die Kamera. Ja, genau, dann mal kannst du durchschütteln zum hier. Zum Publikum gucken, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das aussehen soll. Aber steht das nicht im Rezept, wie lange man das? Ja, wir gucken mal. Einmal. Wir brauchen solche Hinweise. Komm, wir gucken mal einmal rein. Denke mal, das sieht doch. Ja. Das sieht gut aus, oder? Ich glaube, das können wir so schon auf das Blech geben. Ich gehe noch einmal kurz durch, was wir jetzt machen müssen. Und also, den Ofen müssen, genau, helfen. Ja, was steht hier? So, also, wenn das nicht klappen sollte mit dem Schütteln. Da kann man natürlich auch gerne einen Handmixer verwenden. Natürlich, ja, aufpassen, dass man nicht alles klein rührt, ja, sondern halt nur unterrührt. Dann kann euch das Schütteln ersparen. Aber hier hat es ja gut geklappt. Ne? War gut, ne? Tiefes Backblech einfetten. Wir haben jetzt statt einfetten, nehmen wir jetzt hier Backpapier. Ja. Kriegen wir es nachher auch gut wieder von runter. Und die geschüttelte Masse draufgeben. Im vorgeheizten Backofen, das haben wir im Vorfeld schon gemacht. Wir haben den Backofen einmal vorgeheizt, ja, auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ober- und, genau, Unterhitze ist das Zeichen mit dem Balken, genau, oben und unten. Genau. So zwei querlaufende Balken. Richtig, genau. Kennst du das Ober- und Unterhitze? Wahrscheinlich nicht. Da muss auch bei einem Backofen, denke ich mal, müssen auch wieder eure Eltern mithelfen, dass ihr euch den Backofen auf 180 Grad schon mal voreinstellen, Ober- und Unterhitze. Eure Eltern wissen das, sie können euch bestimmt auch noch helfen und auch zeigen, was bei euch dann zu Hause am Backofen Ober- und Unterhitze ist und wie man den Backofen einstellt. Ne? Und wenn ihr es auch reinpackt, bitte. Genau, aufpassen, ne? Genau, dass man sich nicht verbrennt. Ja, weil der, ne, Backofen, genau, innen heiß ist, ne? Genau, nehmen wir einen Löffel. Weil der ja vorgeheizt ist, müssen wir jetzt aufpassen, ne? Ja. Deswegen habe ich auch meinen Papa mitgenommen. Genau, gut, dass du mich mitgenommen hast dafür, ne? Das sieht ja schon richtig gut aus. Guck mal, hä? So. Prima. So. Ich mir, gibst du mir den Löffel noch mal einmal bitte? Nee, ich möchte es. Nee, da kannst du sofort. Da ist noch ein bisschen drin, ne? Was drin hier. Da müssen wir noch ein bisschen. Das wäre doch schade, wenn man das nicht komplett, ja, oder? Ist doch schade, wenn man das nicht ganz rausstreicht. Also, wir schmeißen ja keine Lebensmittel weg, die man essen kann, nee, ne? Genau. Die lassen wir dann nicht verkommen. Ja. Das gut raus hier. So. Das geht auch super raus. So, jetzt wolltest du das ein bisschen verteilen? Genau. Ja. Ich bringe die Schüssel, nein, nein, schon mal zur Spüle. Worauf achtest du jetzt beim Verteilen, Melissa? Das ist auch alles gleichmäßig. Dass die Höhe gleich ist, ne? Ja, ja. Dass es eine Höhe ist und eine Höhe. Ja. Kriegt man schon richtig Appetit, ne, wenn man sich das anschaut. Aber das darf man noch nicht essen, weil es noch nicht gebraten ist. Genau. Sonst ist das ja auch keine Pizza. Weißt du, was wir davon vergessen haben zu erzählen? Was? Dass man sich vorher die Hände waschen muss. Ne? Das haben wir aber gemacht, ne? Ja. Im Vorfeld. Ne? Wir sollten es nochmal erwähnen, denn bevor ihr anfangt, hier zu schnippeln, ja, vorher auch die Hände waschen. Hände waschen, nicht, dass ihr irgendwas anderes angefasst habt. Genau. Und dann sind die hier ja die ganzen Bakterien oder dann ist die ja die ganzen Bakterien. Ja, genau. Da muss man ein bisschen aufpassen. Vorher einmal Hände waschen und gut. Okay? Ja. Ja, sehr gut. So, was meinst du? Sollen wir das schon mal im Backofen reinstellen? Warte. Ja, okay, glaube, ja, ist sehr genau. Ich glaube, die Melissa möchte das komplett. Ja, die ist sehr aktiv. Dass jeder Quadratzentimeter. Ja, ja. Das ist auch völlig richtig. Ja, ist aber, danach kriegt einer noch ein zu kleines Stückchen da. Ich hoffe, ihr habt alle gut Hunger mitgebracht. Das sieht doch toll aus. Gut, ich glaube, das reicht jetzt, Melissa. Ja. So, dann kommt jetzt der große Moment. Wer schiebt es rein? Papa schiebt rein. Das, ne, macht Papa, weil es heiß ist, ne? Genau. Ja, nicht, dass ich mich verbrenne. Genau.
Schieb es mal auf die mittlere Schiene. Ja. So. Und jetzt steht er drauf. 30 Minuten soll es im Backofen bleiben. Wir gucken jetzt mal auf die Uhr. Wenn ihr habt, könnt ihr euch noch eine Zeitschaltuhr, also eine Eieruhr einstellen, damit ihr denkt an diese 30 Minuten, damit es halt nicht verbrennt. Vorher zwischendurch noch mal gucken. Jeder Ofen ist auch unterschiedlich. Es kann auch sein, dass er vielleicht schneller oder halt eher fertig sein könnte, die Pizza. Also Kochen macht, glaube ich, richtig Spaß, ne? Ja. Du hast Spaß am Kochen, ich denke auch mal. Das ist eine gute Beschäftigung und auch die Kinder können sich halt dann auch mit den Lebensmitteln nochmal identifizieren. Ja, liebe Kinder, liebe Eltern, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht heute. Das war die Schüttelpizza. Ich hoffe, sie schmeckt euch. Ihr habt Spaß gehabt beim Nachkochen. Lasst es euch gut schmecken. Wer es nochmal genau nachlesen möchte, in unserer nächsten Ausgabe, unserer Schlangen, die ja in ein paar Wochen erscheint, könnt ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen da. Und viel Spaß dann auch nochmal für weitere, wenn jemand nachkochen hat, eure Freundinnen oder Freunde ein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nochmal vielen Dank an Jens Knieser heute, dass er mitgekocht hat, an Melissa, dass sie uns unterstützt hat und an die August Hermann-Franke-Schule, die uns heute die Schulküche zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank und habt eine schöne Urlaubszeit. Tschüss.